Spaß, wir sind im E46 unterwegs. Das Ding wird mal ein bisschen artgerecht benutzt. Ich komme jetzt schon ins Schwitzen, weil ich habe nicht die Eier für dieses Auto, weil das Auto ist einfach so perfekt und so geil und macht so eine Laune. Und das, keine Klimaanlage. Und keine Klimaanlage bei 33 Grad. Es ist einfach, es sind Emotionen pur. Wirklich. Also, wie das Ding so bellt, diese Downshifts, wie der so Gasser nimmt. Vielen Dank für deine Zeit schon mal. Gerne. Du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe. Wir machen eine kleine Probefahrt. Das macht man gerne, also ich zumindest. Einfach nur, weil mich das Ding jedes Mal wieder so umhaut. Klar, es ist kein Rennwagen, aber man hat so komplett vergessen, wie so leichte, kleine Autos, wie die so einfach so fahren. Ne? Und gerade mit der Drechslersperre und dem kurzen Diff fährt er auch gefühlt wie so ein V8er. Ne? Jetzt ist es natürlich warm heute. Ne? Ich bin gespannt. Ich bin noch keine echten CSL gefahren. Also ich finde, dass der Motor irgendwie ganz anders fährt. Mach mal oben auf. Also erstmal ist es bis heute ein Auto. Jedes Mal, wenn ich um die Ecke komme, ich muss selber immer grinsen, weil dieses Uni-Schwarz, das bin einfach ich. Muss ich so ganz aber es ist auch unfassbar, wie krass so ein Uni hier halt wirkt. Ne? Das passt zu dem Auto. Und egal. Ich finde sogar, dass es in der Sonne nicht so geil wirkt. Sondern es braucht eher Schatten. Also nicht Schatten, aber jetzt nicht ein paar Wolken, wenn es gewirkt ist. Ne? Ja, ich meine, werksneuer CSL-Motor hat 3000 Kilometer runter. Das ist ja einfach unfassbar. Dass man den auch bestellen konnte und so. Ne? Okay, also dauert halt ewig, aber Max hatte ja zum Glück noch, der hatte früher schon mal einen. Aber ich meine halt so das Drumherum, was ich hier halt sehe, ist unfassbar. Also Original-Fächer, Original-Cuts, Airbox, wie der CSL halt hat. Und gib ihm, ne?
so Kunststoffanbauteile, das ist teilweise auch neu. Ja, alles neu. Wollte gerade sagen, weil das sieht ja einfach. Wir könnten eher das Spiel finden. Verrückt. Er findet das alte Teil. Ne? Verrückt. Sieht man halt auch sofort. Ne? Das ist ja. Weil da bin ich halt leider schwach geworden bei Max oder so. Haben Max und ich zueinander gefunden. Du konntest bei BMW leider wirklich alles noch bestellen. Ne? Okay, also gut. Alles, dann egal welche Dichtung, jedes Plastikteil. Und jetzt auch nicht irgendwie so 300 Euro, 500 Euro, 800 Euro, sondern wirklich so normale Preise. Ne? Wahnsinn. Also ja. Zustand, ja, geisteskrank. Also da ist schon fast für mich das Schlechteste, dass wir die nicht neu verzinkt haben. Ja. Das sind nochmal so, weißt du, wenn wir sowas neu gekauft und die hätten wir nochmal schnell, hätte man nochmal schnell verzinken sollen. So, da aber seitdem wirklich, das war halt auch geil, das ist so ein typisches Auto, einmal gebaut und immer in der Garage und einfach nur fahren. Mhm. So, ne, wir mussten nie irgendwie dran rumschrauben. Ist ja im Regelfall eigentlich bei so einem Auto auch so, ne? Ja, ja. Das, ja, aber es ist ja immer irgendwie so ein bisschen so, dass irgendwas klappert, irgendwie mal irgendwas undicht ist. Aber hier ist einfach, läuft einfach. Hammer. Sehr, 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 sehr geil. Bin mal gespannt danach. Wollen wir ja noch auf den Prüfstand? Was denkst du, streuen die eher nach unten oder nach oben? Ich habe einen echten CSL noch nie gemessen. Die normalen streuen leicht meistens nach unten. Schaffen nicht ganz ihre Werksleistung. Ja, ja, ja. Nicht so stark wie die in V8, weil die haben teilweise sehr stark nach unten gestreut. Hier sind es dann eher so 10 PS beim normalen oder vielleicht lass es 15 PS sein. Jetzt ist es heute warm auf dem Prüfstand, macht das einen Unterschied? Ja, ein bisschen, denke ich schon. Also korrigiert er das dann automatisch hoch oder ist schon so, dass es weniger ist? Also weniger ist es auf jeden Fall, das was man also ich glaube, also so die Erfahrung über die ganzen Jahre, würde ich sagen, kommt man nie an die ganze Zielleistung trotz Korrigieren auch nicht ran. Ja. Also es würde ein bisschen fehlen. Das schon. Ja. Ja, bringen wir die Kameras an und los geht's. Dieser Sitz geht halt auch einfach immer an. Ne? Also klar, wenn man den so ein bisschen schräger stellt. Ne? Alter, krass, wie das Lenkrad hier steht. Ja, die E46, weil so steht, ne? Naja. Das ist bei E46 ganz krass. Und das sind schon die Animal Racing Konsolen, die immerhin den Sitz so einigermaßen positionieren. Ne? Aber so, jetzt einmal deine Haus- und Hofrunde, oder was? Jetzt können wir Haus- und Hofrunde machen. Ich finde beim E46 M3 auch jedes Mal geil den Spiegel. Ne? Mega. Also ich feiere das ganze Auto halt echt sehr hart. Es ist einfach so ein Auto aus unserer Jugend einfach. Ne? Das muss man 100% sagen. Ich bin das Auto so lange nicht gefahren, dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass die Klimaanlage auch bis heute noch gar nicht befüllt war. Okay. Und dementsprechend geht sie nicht, aber wirklich cool. Und will auch gefühlt nur querfahren. Ja, ist das schon so, ja? Ja, das ist ja dann eigentlich mein Auto. So, ne? Klar sind jetzt kalte, in Anführungsstrichen, Cup 2 Reifen drauf. Ja. Kurzes Diff, Drechslersperre, vorne Sturz, hinten ein bisschen weniger Sturz. Also ist halt, ja, prädestiniert dafür. Eigentlich ein Auto, so ein richtiges Fahrmonster ist leider zu gut, weil man müsste ihn eigentlich ein bisschen nutzen. Ja, aber sonst kannst du so mitfahren, wie du eh mitfahren würdest. Ne? Also Drehzahlbegrenzer sind irgendwie so 8,4 oder so. Ja, sympathisch. So, und das ist auch gerade das Geile. Schon erwähnt, noch mal kurz zu unserem Partner des heutigen Videos, Insta360. Nur dadurch kommen überhaupt diese geilen, actionreichen Perspektiven, die ihr eben gerade gesehen habt, zustande. Ganz neu auf dem Markt, die Insta360 X4, jetzt mit 8K. Selbst in 4K habt ihr noch 360-Grad-Videos mit 100 FPS, das heißt, ihr könnt wirklich geile Slow-Motions machen. Endlich mit einem Linsenschutz, den man sogar abmachen kann, 67% mehr Akku und
10 Meter wasserdicht. Dazu haben wir diesen geilen Saugnapf. Also was heißt Saugnapf? Es sind eigentlich drei Saugnäpfe, damit wir die X4 hinter dem Fahrzeug positionieren können. Und automatisch erkennt die X4, das Vorgängermodell genauso schon, diesen Selfie-Stick. Und ihr bekommt diese Perspektive, die aussieht, als wenn euch einer verfolgt. Das ist aber noch nicht alles. Ihr könnt später ganz normal im Handy-App oder auch genauso auf Desktop beim Schneiden ganz einfach mich tracken oder genauso Nico tracken. Und wenn man dann einfach ein bisschen rumläuft, macht automatisch das Programm eine Korrektur des Bildes, also die Kamera verschiebt sich und ihr kriegt diese Aufnahmen, die einfach so smooth aussehen. Ne? Egal, ob ihr einen Fahrradfahrer überholt, ob ihr eng abbiegt, ob ein Vogel vorbeifliegt, ihr könnt alles tracken und alles aufnehmen. Die Kamera nimmt dauerhaft 360 Grad auf, das heißt alles hier im ganzen Umfeld ist jetzt gerade mit drauf und so kommen diese geilen Aufnahmen zustande, die einfach diese Videos so besonders machen. Vielen Dank dafür, Insta360. Yes, Fahrwerk ist von Celem der RSSS drin, da muss ich jetzt allerdings dazu sagen, ich hab's, weil wir damit zum Wattersee hin und zurückgefahren sind. Klingt zu weich. Ganz weich. Ja, ja, ich hab's jetzt, weil wir haben das Auto abgeholt und wir saßen hier so drin und da habe ich gesagt, komm her, wir drehen es erstmal auf, um mal zu gucken, wie weich es geht. Und ja, es ist schon krass, wie weich es geht. Sehr weich, ja. Natürlich jeder Golf GTI mit einem größeren Step, ne? Dann die ganzen N54, die waren natürlich alle die ganzen RS4s. Genau. Sobald du Turbo hast, ist halt einfach ganz was anderes. Ne? Ja. Weil hier sitzt du mit einem Grinsen drin, weil es einfach so wenig und so geil ist. Absolut. In Turbo sitzt du halt einfach drin und dieser Druck im Sitz ist halt einfach.
einfach so krass, dass es ja. Aber Klimaanlage brauchen wir auf jeden Fall. Ja, es wird sportlich warm hier drin. So, also schwarzes Auto ohne Klima in der Sonne ist natürlich toll. Also auch hier, die Drehzahlen machen ja schon Töne da hinten raus. Boah, krass. Ja, auch so, ich finde auch so auf Anhieb so dieses Setup, was so Radreifenkombination, Bremse, Fahrwerk und so weiter, es lädt einfach ein. Ne? Und ganz ehrlich, das ist ja das Geile an dem Fahrwerk so, ist dadurch, dass du Zug- und Druckstufe zusammen verstellst, ist es ja tatsächlich so, so kannst du normal mit rumfahren. Absolut. Wenn du jetzt auf die Nordschleife fährst, vier Klicks, drehst du vorne, hinten einfach zu. Ja, vorne kommst du ganz einfach dran, hinten musst du natürlich die Seitenverkleidung kurz wegklappen und schon ist auch das safe. Ne? Ich kenne keine Person, die es krasser ausübt wie du, ist dieses perfekte Auto bauen. Aber dann halt auch ja damit eigentlich fahren wollen. Ja, yeah, siehe meine alte Limo. Ne? Ja. 70.000 Kilometer am Ende mitgefahren, ja. Ne? Weil am Ende war es überall damit. Das ist hier aus dem Auto, klar. Da muss man natürlich immer mal wieder ein bisschen Pflege betreiben und mit Sicherheit auch mal wieder was nachlackieren. Aber es ist halt so. Aber so bin ich auch. Also ich kann es dann auch nur so eigentlich cool bauen, aber vor allen Dingen halt auch benutzen. Ne? Halt nicht nur zum Stehen. Das ist jetzt nur Diffskurzeit, ne? Ja. Und jetzt auch nicht so maximal kurz, sondern ich weiß gar nicht, ich glaube, da ist eine 410er-Übersetzung drin. Bin aber auch nicht mehr so. Und was haben die sonst drei? Also wenn die sonst drei haben, ich weiß nicht, ob die 385 haben und ich habe 410 drin. Mhm. Also das ist so im Bereich 10% kürzer. Okay. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Wie du schon sagst, auch nicht zu kurz, ne? Weil das ist auch doof, wenn du einen Gang drin hast und sofort wieder schalten musst. Also das fühlt sich echt gut an. Also hier sind wirklich nur in Anführungsstrichen zwei Sachen, die mich beim Auto stören. Das ist eine Variante 1, Klima, muss natürlich befüllt sein. Ja. Und was halt gar nicht geht, ist, dass die Bremsbeläge so krass quietschen. Also das ist dann am Ziel vorbei. Ja. Also, da muss man entweder einen softeren Belag reinmachen dafür, dass ich keine Rennstrecke fahre. Weißt du, einfach einen Serienbelag reinfällig. Ja. Weil selbst der Serienbelag darauf. So. Aber selbst da ist krass, wie eine Serienstahlbremse von BMW einfach funktioniert. BMW baut immer die besten Stahlbremsen, also auch hier schon. Und das ist vorne Serien CSL-Scheibe. 3,45. Und hinten Serie ganz normal, das ist G46, also M3 immer gleich. Mhm. Und halt dementsprechend von den F-Modellen diesen Performance-Sattel drauf, 6 und 2 Kolben. Mhm. Das ist eine gute Kombi. Also Vorderachse fahre ich so bei mir auf dem E36. Stimmt, ja, weil die auf dem E36 ja, genau. Auch so. Das funktioniert, Scheiben sind nicht so teuer, funktionieren gut. Ja, und was halt definitiv in dem Auto wirklich nicht brauchst, ist halt Radio, oder? Das ist echt typisches Auto. Gab es da noch nicht ein CSL? Doch schon. Also okay. Ich glaube eher, die ganzen CSL haben alle ein Radio und es war eher, aber selbst da konntest du die originale CSL-Blende einfach noch kaufen. Also wirklich bei BMW 300 Euro oder so kriegst du die Blende halt. Ne? Krass, dass es das halt gibt. Also klanglich unfassbar. Also wer ein bisschen Benzin im Blut hat, das ist ja. Und es ist auch packt sofort. Extrem schwieriger, aus dem E46 einen coolen Sound rauszukriegen. Als der Auspuff neu war, muss ich ehrlich sagen, war der noch geiler und noch dumpfer. Da war der so richtig. Und jetzt ist es ja schon wieder relativ, vorsichtig gesagt, blechern geworden. Ne? Ja, aber einen guten Rahmen finde genau, ich. Genau, also. Ist auch ein guter Rahmen. Geiler Auspuffgeräusch, sowas. Wie hört sich das draußen an?
steht. Das sind die, die es unterscheiden. Das ist mal einfach. Okay.
da geht viel, viel mehr. Da bist du auch, wenn du Track ballerst, musst du auch vorne auf. Also Lisa zum Beispiel, die fährt rund um 265. Mhm. Selbst sowas wird da gehen. Aber ja, für mich ist ja schon immer noch so ein bisschen Optik. Ja. Wenn die Klimaanlage geht, dann ist das Ding safe. Ne? Absolut. Dann fährst du damit zum Wörthersee, dann fährst du damit auf der Rennstrecke. Ja. Oder Thema Nordschleife. Ne? Ist natürlich das Touri-Auto ja eigentlich. Die Akustik hier drin ist schon wirklich krank. Gigantisch. Also dieser Druck beim Runterschalten, ich finde es einfach am geilsten, so diese Downshifts, so diese kurzen Gasstöße. Wo deshalb musste ich mir auch gerade geben. Das ist schon wirklich geil. Welcher Gang war das jetzt? Vierte Gang. Okay. Vierte Gang. Wir können gleich auch noch mal sonst im fünften, es ist relativ warm. Ich finde selbst hier drin wieder, ich habe das während der Fahrt auch gerade schon gesagt, ich finde die Ansauggeräusche gar nicht so krass. Aber kann auch sein, dass der Auspuff einfach so schreit. Ne? Ja, 341,61 PS. Ja. 354 Newtonmeter. Newtonmeter-mäßig genau richtig, aber klar, 341 sind jetzt keine 360 oder 370. Mhm. Das definitiv nicht. Ist immerhin schon mal M3-Leistung. Klar, jetzt ist es warm hier drin, wenig Sauerstoff und so weiter. Aber immer halt eine schöne Kurve. Aber die, das Kurve hat die, halt immer, ne? Die Kurve ist traumhaft. Immer. Yes. Wenn man weiß, dass ein normaler M3 aber auch nicht ganz seine Leistung hat, kann man aber fast davon ausgehen, dass die es wahrscheinlich auch nicht ganz hatten. Was hat er jetzt gerade an Zündung gemacht? 27 Grad. 27 Grad, okay. Also ja, da habe ich jetzt keine Referenzen zu, ob das viel ist oder wenig ist. Ja, ist nicht wenig auf jeden Fall. Aber normal für so einen Sauger. Also, ja, das ist normal. Das passt, ja. Das war jetzt vierter Gang. Meinst du, es macht einen Unterschied, wenn wir den fünften messen will? Teilweise ja, wenn die Last zu gering ist. Also bei Turbofahrzeugen oft. Bei dem müssen wir mal gucken. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Okay, machen wir noch eine Mission. Ja, jetzt fünfte, ne? Hat gleich gehört. Hat man noch gehört, ja. Das Drehmoment geht hoch. Thermik mag sein, dass es dann halt die Leistung jetzt ein bisschen runtergeht deswegen, ne? Aber es sind auch nicht beste Voraussetzungen heute zu messen, ne? Das muss man einfach auch sagen, ne? Ja, das heißt, sind tatsächlich im fünften Gang 5 PS weniger. Mhm. Weil einfach die Last auf dem Prüfstand dann hier so lang ist auch, ja, dass wahrscheinlich auch Sauerstoff weniger hier drin wird und so weiter, ne? Ja. Ja, schade Schokolade. Wir hätten euch gerne mitgeteilt, dass er gut im Saft steht. Ich meine, in Anführungsstrichen, es sind 18 PS, die zur Werksangabe fehlen. Ja. Die Frage ist, ob die halt jemals da waren. Ja. Ich bezweifle es, ganz ehrlich. Weil es kann ja dann doch leider sein, dass wir mit unserem Tuning-Auspuff genau diese 18 PS verloren haben. Ja, ne? Genau. So, das ist einfach so. Also da ist die Thematik, wo wir jetzt angreifen müssen. Auspuff klingt zwar geil, aber
wir haben es schon etliche Male gehört und gelesen, dass die Autos tatsächlich nur mit dem Serienauspuff ihre Leistung schaffen und jeglicher andere Auspuff da einfach ein Verlust. Das ist eigentlich krass, dass ein Motor so sensibel ist, dass er mit dem Tuning-Auspuff weniger Leistung hat. Ne? Aber immerhin sind es 3,42. Bei den Bedingungen ist es warm, wenig Sauerstoff. Da kann er auch korrigieren, was er will. Ja. Wenn wir das Ding morgen früh hier bei 8 Grad messen würden, okay, morgen früh werden wir keine 8 Grad haben, aber bei 12 Grad oder so. Eine 3,50 ist das garantiert ganz bestimmt in dem Zustand. Wir hätten da sofort 3,50. Ja, ja, ganz bestimmt. Aber was soll ich sagen, wir haben jede Menge Spaß gehabt. Ich fahre mit Grinsen nach Hause. Vielen, vielen Dank, Benni. Gerne. Tschüss, danke fürs Zuschauen und mal gucken, vielleicht besorge ich doch nochmal einen Serienauspuff und dann messen wir mal.